Was ist da los, Wayne? So, Musik ein bisschen leiser. Vielen, vielen Dank, aber vor allem an Freaky Paint, mein Besser. Jetzt habe ich die Ratsche ausgepackt, aber die gehört auch dazu. 39 Monate supportet der mich hier schon. Vielen, vielen, vielen Dank, Mann. Ich hab auch Schule bei Stream immer. Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Magi. Ne? Server sind down. Ach krass. Okay, hättest du ja gestern auch mitmachen können, Wayne. Moin, moin, Jaxen. Also, anscheinend, macht ihr das über Zoom oder was? Moodle. Kenn ich gar nicht. Gerade mal googeln. Moodle. Moodle-Lernplattform ist weltweit. Okay. Freies Kursmanagementsystem und eine Lernplattform. Okay. Anscheinend Moodle der neue Scheiß, so wie es aussieht. Kenn ich noch gar nicht. Schulmanager nennt man das, okay. Komplett down. Noch nie was von gehört, ey. Ganz ehrlich, noch nie was von gehört. Hallo Pia, Toni Kosu. Ja, Maggie hab ich ja schon begrüßt, ey. Kann man von Toni Kosu sogar das Peace-Zeichen, ne? Peace, Leute. Ist neu. Okay. Moin Aero. Wir haben viel, worüber wir quatschen können, Leute. Um 10 Uhr machen wir übrigens weiter mit Shinsuke spielt, ne? Let's Play. Half-Life 2 Episode 1. Ich bin immer noch ziemlich heiß, weil ich kenne Episode 1 und 2 tatsächlich nicht und war mega geflasht von der ersten Stunde Episode 1, die ich gespielt habe, und bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid dann auch am Start, wenn es um 10 Uhr losgeht. Jetzt quatschen wir aber erstmal ein bisschen über Themen, die CSGO-Welt bewegen. Ne? Wie geht's dir, Marvin? War lange nicht mehr da. Mir geht's sehr gut, Toni Kurso. Mir geht's sehr gut. Moin Chip auch. Ich hoffe, dir geht's auch gut, Toni. Seite lädt die ganze Zeit und dann kommt Error. Okay, ja gut, so ist das halt bei technischen Problemen, ne? So ist das. So, okay. Dann gucken wir gerade mal. Das Voxic auf der Bank landet, da haben wir schon drüber gesprochen. Das Kovana Gaming Lineup. Ich glaube, haben wir hier noch nicht besprochen, ne? Mega krass. Also die haben eigentlich alles rausgeschmissen, was vorher drin war. Das ganze Aufsteigerteam ist auf der Straße gefühlt. Schade für BMLN und Co. Und die spielen jetzt mit Kazuya, Okolicious, EZFN, Bonga und Mali. Und rein von den Spielernamen her ist das definitiv, wirklich definitiv Div 1 Niveau. Aber das wäre bei den anderen Leuten genauso der Fall gewesen. Das will ich jetzt nicht schlecht reden. Brutal starkes Liner, meiner Meinung nach. Denn mit Kazuya, ein sehr erfahrener Ingame-Leader, bei dem ich eigentlich dachte, dass er jetzt auf Valorant umsteigt. Bei Oko auch, aber die haben anscheinend wieder Bock auf CS. Oko, generell jemand, mit dem du einen Titel gewinnen kannst. Das hat er bei den Unicorns of Love schon bewiesen. Auch damals mit Kazuya zusammen. ECFN von No Limit Gaming jetzt gewechselt. Rüber zu Kovana. Bonga von den Sissy State Punks rübergekommen. Und Mali, verdammt, wo hat Mali vorher gespielt? Warte, da muss ich gerade nochmal schauen. Mali war auch vorher bei No Limit. Genau, das war der Perks-Wechsel, wo Perks und Mali zu No Limit Gaming gekommen sind. Genau, Mali jetzt auch. Das heißt, du hast zwei starke Umschießer mit Mali und EZFN. Mit Bonga, ein Spieler, der sehr erfahren ist, wenn es um die sehr schnellen Taktiken geht bei den CC State Punks. Okolicious, der, ich sag mal, perfekte Allrounder, ne? Und du hast einen guten Ingame-Leader mit Kazuya. Meiner Meinung nach richtig geiles Line-Up, wirklich richtig geiles Line-Up. Dazu haben sie noch mit Kingdom, wie er sich inzwischen nennt, vorher war es mal Dominik, ja, noch einen sehr erfahrenen Coach auch dazu, der auch schon ein Titelcoach ist in der 99 Damage League. Also krass, wirklich krass. Was haltet ihr von dem Line-Up? Was haltet ihr davon, dass Kazuya und Okolicious doch nicht zu Valorant gegangen sind, sondern zu CSGO? Jetzt im Chat bitte, jetzt im Chat, Leute. Hallo Silke Lover. Hey Flocky, Elli, guten Morgen auch an dich. Bist nachher wieder da? Alles klar, Wayne. Moin, DadTV. War das Wochenende nicht da, hab bei LTV geschaut. Bin vom Glauben abgefallen. Warum, Maggi? So viele Pros sind ja gar nicht zur Welt gewechselt, oder täusche ich mich da? Doch einige. Also vor allem nordamerikanische Spieler sind gewechselt. Und die europäischen sind mehr die aktuell eh kein Team hatten, glaube ich. So, die Hassliebe bleibt. Bin ich der Einzige, der denkt, dass Hini seinen Platz in der Top 20 nicht verdient hat? Hini benched.
Flasche raus, halt Made in Brazil weg. Hör ja, es geht einfach komplett ab, ne? Aber da kommen wir noch zu. Hatte gerade Frühstück Sushi und bin so voll gefressen, können ein Schläfchen machen, wenn ich nicht im Büro bin. Was, wie genau sieht Frühstück Sushi aus? Wo ist Nitro? Der spielt, glaube ich, jetzt bei den 100 Thieves zusammen mit Steel Valorant. Genau. So, keine Meinung zum Kovana-Lineup im Chat? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Na, vielleicht schreiben die Leute ja was in die YouTube-Kommentare. Hingen die so stark, meiner Meinung nach? Finde ihn aber auch ein bisschen overrated. Man nehme die Reste vom Sushi gestern Abend, esse sie zu Frühstück. Sushi-Reste habe ich auch noch nie gegessen. Bei uns ist das immer leer. Das Lineup ist sick. Danke dir, Chip. Das wollte ich hören. Dann können wir jetzt zum nächsten Thema. Valve entfernt Bots aus dem Competitive-Modus. Ich habe mich mal auf Reddit umgeschaut und ziemlich viele fuck das neue Update ab. Wenn ich es richtig gesehen habe. Also gab es einige oder zumindest zwei Posts, die ich gelesen habe, wo die Leute sagen, nee, das ist es nicht. Was haltet ihr von dem neuen Update, dass man jetzt keine Bots mehr bekommt, wenn Mitspieler gekickt werden oder droppen? Nitro hat ja auch schon alles jetzt gewonnen bei Valorant. Naja, alles kann man noch nicht gewonnen haben. Hey Alex, Nitro hat ja, das habe ich gerade gelesen, wenn Leute von selber rausgehen, sollten Bots kommen. Wenn man wen rausschmeißt, finde ich es gut, dass kein Bot kommt. Das wäre was. Im Faceit hat man noch Bots, wenn einer disconnected. Also ist das nur Matchmaking, Chip? Das ist halt behindert. Man konnte einen Bot nehmen, wenn er crasht, ist aber so, dass halt noch unfair. Ja, dann kriegst du halt. Musste gestern ab der dritten Runde zu viert spielen, okay. Nitro hat das größte Turnier jetzt schon gewonnen in Valorant. Ja. Okay, gut, das kann man schon als Erfolg bezeichnen, aber das ist kein Erfolg, wo man sagt, ich beende meine Karriere jetzt in Valorant. Definitiv nicht. Grüße aus dem Homeoffice von Lukas. Grüße an dich zurück. Gar nicht cool, diese Bots haben einfach dazugehört. Die haben so oft coole Sachen gemacht. Ja, oder das Game geworfen, ne? Wäre halt besser, wenn man die Bots kommandieren könnte. Wäre besseres Update gewesen. Kannst du doch jaxen mit den Radio-Commands. Das ging ja schon immer. Die zumindest hinten halten, ne? Hinten halten. Das ging ja noch. Aber ich bin, keine Ahnung, mich haben die Bots halt auch immer abgefuckt. Aber um ehrlich zu sein, ob ein Bot jetzt reinläuft und dann down geht, da hat er zumindest noch die Info gebracht, wo ein Gegner gerade steht, auch wenn es vielleicht manchmal sehr offensichtlich war. Oder ob du gar keinen Bot hast und von Anfang an nur mit vier Leuten spielst. Steckt da was Größeres hinten dran? Werden die Bots überarbeitet, sodass sie besser sind? Hashtag Potbots, ne? Für alle 1-6ler da draußen. Fragen über Fragen, ne? Hallo Xyox, moin Arnox. Dass sie einem zum Beispiel eine Waffe droppen, okay, ja gut, das wäre krass, wenn man so E drückt bei denen und die droppen einem dann eine Waffe, ne? Oder E drücken und sie folgen einem und kämpfen mit einem. Das wäre richtig insane. So, ist die Musik noch ein bisschen laut? Ich glaube schon, ne? Ich mach die Musik gerade mal noch ein bisschen leiser. So. Genau. Isea, Premier, mehr Preisgeld und Spielzeiten. Da habe ich mich eine Sache gefragt. Da gucken wir gerade mal rein. Genau. Also, grundlegende Reformation. Das ist nie verkehrt. Das Isea-System fand ich eh nie so gut. Wichtige Erhöhung der Preisgelder, Erweiterung der Spielzeiten von 3 auf 4 pro Jahr und ein leichterer Zugang zur ESL Pro League. Zudem wird das Format des Wettbewerbs geändert. So, und da können wir mal gucken, mehr Spielzeiten. Was passiert genau? Anzahl der jährlichen Spielzeiten in der ESL Premier wird von 3 auf 4 erhöht. Der jeweilige Gewinner der 4 Seasons in Europa und Nordamerika ist für die nächste Saison der ESL Pro League qualifiziert. Zusätzlich wurde der Preispool für jede Saison auf 100.000 US-Dollar pro Season erhöht. Das sind 400.000 Dollar im Jahr. Nicht schlecht für den Amateurbereich, sage ich mal. Das Preisgeld wird unter den besten 8 Teams in Europa und Nordamerika aufgeteilt. Der Zeitplan der 4 Seasons sieht zurzeit wie folgt aus. Januar bis April die erste Season, Mai bis Juli die zweite, August bis Oktober die dritte und Oktober bis Dezember die vierte. Also immer 3 Monate, ne? Klar, ne? 3 mal 4 ist 12, soweit bin ich in Mathe noch recht fit. Was mir auffällt ist, es ist irgendwie gar keine Pause dazwischen. Also du hast keine Off-Time oder so. Kommt wahrscheinlich dann ein bisschen auf das Format an. Genau, dazu noch aus jeder ESEA Premier Season Europa und Nordamerika qualifiziert sich jeweils das Gewinnerteam für die nächste Spielzeit der ESL Pro League. So wird sichergestellt, dass jede Season 4 Premier Teams in den
zweimal im Jahr stattfindenden ESL-Wettbewerb aufgenommen werden. Darüber hinaus erhalten die leistungsstärksten Teams der ESL Premier Einladungen zu Close Qualifier-Turnieren von DreamHack Open Events, die ihnen zusätzlich auch Punkte in der ESL Pro Tour einbringen können. Also im Endeffekt ist das neue ESEA-System darauf ausgelegt, noch besser in dieses ESL Pro Turnier mit reinzuarbeiten, dass Amateurteams die Chance haben, auch dort Punkte sammeln zu können, wenn sie eben gut genug sind. Also das ist eine sehr gute Sache. Ich bin kein großer Fan der ESEA bisher gewesen, weil die MDL ein komisches System hatte, immer diese Best-of-One-Kacke. Fand ich aus Zuschauersicht nicht so interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das dann noch ein bisschen ändert. Format der ESEA Premier in Europa und Nordamerika wurde ebenfalls überarbeitet. Die Round-Robin-Gruppenphase im Best-of-One-Format mit 18 Teams wird durch zwei Gruppen ersetzt. In diesen wird eine Round-Robin mit Best-of-Threes gespielt. Sehr schön. Im Anschluss folgen jeweils Playoffs im Double-Elimination-Format, die ebenfalls im Best-of-Three ausgetragen werden. Um die Live-Übertragung der Spiele auf Twitch zu gewährleisten, wird die Terminplanung strenger sein als in den vergangenen Saisons. Das soll ermöglichen, dass die Top-Spiele der Woche wie geplant stattfinden. Die Playoffs sollen als Offline-Event gespielt werden. Aufgrund der Pandemie ist dieses Vorhaben jedoch aktuell noch fraglich. ESEA will dies den Gegebenheiten anpassen, ist klar, ja. Cash Cups für Boost der NA-Szene. Yo, finde ich geil. Frage in den Chat. Einzige, was nervt, ist noch mehr Seasons. Genau, das nervt mich auch. Frage in den Chat. Und zwar ist die MDL jetzt weg? Also ersetzt das jetzt die MDL? Ja, oder? Ne? Hallo Panto! Mondfreund nennt man ihn. Die sollten wenigstens, dass die Bots auch nicht kaufen. 12.000 in der Bank und kaufen eine blanke Scout ohne Kevlar, ja. Heute kommt noch ein schönes Announcement. Bin schon total hibbelig. Ein kleines Announcement. Es geht darum, dass ich stelle den Stream ja mehr auf Variety jetzt um, ne? Mit Frühschinski. Wir spielen immer noch CSGO, aber wir haben natürlich jetzt auch die Schinski-Spielsachen drin. Aktuell spielen wir ja Dark Messiah of Might and Magic und Half-Life 2 Episode 1, also die Half-Life-Games. Kein MDL mehr. Okay, ich habe da leider keine Ahnung, Xayok. Es ist nur die Premier, okay. Nicht du, Marvin, der ECS. Ach so, okay. Mountain Dew League ist ganz weg. Endlich! Keine Mountain Dew League mehr! Ich fand sie schrecklich, ich bin ganz ehrlich. Ich fand die MDL, klar, die ist für Teams super gewesen, wenn sie in die Pro League wollten, aber die Best-of-One-Scheiße, bleib mir weg damit. Bleib mir weg damit. Okay, aber sehr gute Umstellungen von der ESEA. Props an die ESEA. Wenn sie jetzt noch ihr Serversystem umstellen, dass das normales Competitive ist und nicht diese Custom-Server-Sache, keine Ahnung. So, irgendwas, was komplett an mir vorbeigegangen ist. Fnatic benched Flasher. Und da muss ich jetzt selbst mal lesen. Flasher ist nicht länger Teil des aktiven Rosters von Fnatic. Die Organisation begründet den Schritt mit einer Verjüngung des Teams. Ein Nachfolger soll bereitstehen. Flasher sitzt ab sofort auf der Bank von Fnatic. Das hat die Organisation am Freitag bekannt gegeben. Die Verantwortlichen begründeten den Schritt mit einer angestrebten Verjüngung des Kaders. Laut einem Bericht von DoubleTap ist Fnatic an der Verpflichtung von Jaquinho interessiert, der zuletzt bei Prima eSport unter Vertrag stand. Ich kenne Jaquinho nicht. Kennt ihn jemand bei euch? Kennt ihn jemand aus dem Chat? Ich kenne auch Prima eSport nicht. Ne? Vielleicht könnt ihr mal ein paar Erfolge oder so aufzählen. Die Trennung von Flasher ist offenbar eine Reaktion auf die Misserfolge von Erfolgsserie von Fnatic in den vergangenen Monaten. Jaquinho ist wie JW ein AWP-Spieler, daher ist in dem Team eine neue Rollenverteilung der Spieler erwartbar. Dass Flasher als sechster Mann im Team bleiben wird, ist unwahrscheinlich. In einem kürzlichen HLTV-Podcast sagte Golden, dass dies nicht zur Teamchemie von Fnatic passe, weil die alle spielen wollen. Projekt mit Automatic und Sunny. Über die Zukunft von Flasher wurde bereits von DoubleTap spekuliert. Angeblich sei der Schwede an einer Teambildung mit Timothy, Automatic Tar von Genji Esports und Sunny von Enz interessiert. Alle drei Spieler sind derzeit nicht aktiv. Mit Flasher verlässt eine Fnatic-Legende das aktive Lineup. Der 27-jährige CS-Profi gewann mit dem Team drei Major-Titel und war MVP der IM Katowice 2018. Im Spielerranking von HLTV war Flasher regelmäßig an der Spitze zu finden. Seine beste Platzierung geht auf das Jahr 2014 zurück, als er auf Rang 2 landete. Auf Twitter war Flasher bereits im Angebote für eine neue Aufgabe. Also er will anscheinend noch weiter spielen. Ja, freut mich eigentlich auch für Flasher. Er war immer in der Kritik, ne? Er hat auf jeden Fall ein Meme-Potenzial ohne Ende gehabt mit seinen Plays. Ich hätte es nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Roster-Change war abzusehen, aber dass es jetzt Flasher erwischt, das ist schon heftig, ey. RIP Gott Flasher, ja. Ist doch schön, Best of 999 Runden zu spielen, ja. Flasher soll mit Sunny und Automatic an einem Team basteln. Ja, das stand ja auch im Artikel. Genau, Betty. Jaquinho ist ein gutes schwedisches Talent, der klaut allen Leuten auf Faceit die Elo.
Ja, wird Zeit, dass er dann von einem Profiteam gepickt wird, damit man die Elo wieder bekommen kann. Wenn man einen wie Flasher rauswirft, muss man schon einen richtigen Banger holen. Ja, aber Banger, der spielt doch bei Shinsuke Red. Warum nicht JW? Er ist viel schlechter. Ah, da kennt man die Teamchemie nicht. Moin moin, Big M. Fand immer, JW hat zu wenig gerafft dafür, dass er so einen Hype hatte. Hat. Wow. Ja, aber er war halt, das war schon das Nonplusultra damals, 2014. Chaser, ob ich dich coachen kann, Chaser Frank? Nee, aber ich kenne einen guten Streamer, Chip Go TV heißt der. Da kannst du dich coachen lassen, habe ich gehört. Glaube ich. Ich hoffe, Chip macht das noch. Als Flasher wieder täglich zu streamen anfing, war obvious, dass er lieft oder gebencht wird. Ja. Hallo Lieschen. Ich finde auch JW ist eigentlich krass. Also, ist jetzt nicht so, dass er. Keine Ahnung. 2014 ist ewig her, das stimmt, ja. Ja, man kann sich auch nicht immer auf alten Erfolgen ausruhen, ne? Das geht auch nicht. Also, Fnatic Bench Flasher. Ihr seid wahrscheinlich genauso überrascht gewesen wie ich. Alle, die sich das auf YouTube anschauen, gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Flasher jetzt nicht mehr bei Fnatic spielt. Und vielleicht sogar mit Automatic und Sunny ein Team aufmacht. Also, keine Ahnung, von diesem möglichen Projekt. Ja, das merkt man, Tobias, bei vielen Spielern. Die fangen oft dann an zu streamen, wenn das Team zerbricht. Ja, zum Glück habe ich deinen Satz noch gerettet, Betty. Beziehungsweise Flasher wurde ja schon mal von Fnatic gebancht. Und dann kam er wieder zurück. Ja, aber es ist ja wirklich so, dass die Erfolge ausgeblieben sind, ne? Fnatic immer tagesformabhängig gewesen, ja. Ja, das stimmt auch, das stimmt auch. Okay, dann eSport Rhein-Neckar verpflichtet Knoxville und Impulse G. Da können wir uns gerade mal das neue Lineup von eSport Rhein-Neckar anschauen. Wo ist denn die Auflistung hier? Haben wir die vergessen? So, komplettiert Lineup mit Knoxville und Impulse G. Da können wir ja gerade mal hier in den Team-Account gehen, reingucken. Jinzo, Freeze, Preet, Impulse G und Knoxville dann, ne? Oder Fly. Ich weiß, wer spielt, aber müssten eigentlich hier Jinzo, Freeze und Preet sein, die mit Knoxville und Impulse G spielen. Finde ich stark. Schön für Impulse G, dass er ein Div 1-Team immer noch hat, ne? Ist ja mit PKD letzte Season abgestiegen. Es war doch PKD, ne? Genau, ist mit PKD letzte Season abgestiegen. Knoxville auch ein neues Zuhause gefunden. Ja, sehr stabile Sache, würde ich sagen. Sehr stabile Sache. Und bin ich gespannt. Es ist für mich jetzt halt schwer einzuschätzen, ob und wie ERN dann in der neuen Season abschneiden wird mit dem Lineup. Zwei Neuzugänge sind natürlich deutlich schwieriger zu integrieren als einer. Aber es gibt halt super viel Veränderungen. Große Veränderungen in den anderen Teams und deswegen könnte eSport Rhein-Neckar da auch ganz, ganz gut rauskommen. Und ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass sie letzte Season mit dem Lineup so durchstarten. Da auch nochmal Props an der Stelle. Ja, das Team, das es wahrscheinlich am besten gemacht hat, war No Limit Gaming. Die haben sich einfach das ehemalige Penta-Lineup geholt. Zack, bumm. Haben sie nicht nur ein Lineup, das letzte Season den Titel geholt hat, sondern auch ein Team, das keine Wechsel angestrebt hat. Das heißt, die können einfach dort wieder ansetzen, wo sie letzte Season aufgehört haben. Dass das nicht immer erfolgreich sein muss, das haben wir natürlich, das wisst ihr natürlich alle, ne? Das wisst ihr alle. Jetzt Deutschunterricht, gar keinen Bock von zu Hause. Ransetzen, Vortex, das ist wichtig. Das ist wichtig. ERN gestern gegen SSP verloren, war spannendes Match. ERN hat geworfen gestern, okay. Gibt es dann morgen wieder einen Frühschinski? Frag für einen Freund. Morgen gibt es keinen Frühschinski. Nee, morgen habe ich ein Meeting. Vormittags. Und wir fangen ab 11 Uhr morgen an, mit allen Subs CSGO-Missionen zu spielen. Ne? Dann machen wir die CSGO-Missionen weiter, so wie wir es letztes Mal gemacht haben. So. Willst du das denn? Bist du total hibbelig? So, du meinst immer noch das andere Announcement, ne? Ich werde gleich noch ein bisschen was zum Stream sagen, Leute. Eure Meinung zum neuen eSport Rhein-Neckar, zu den neuen eSport Rhein-Neckar Zugängen, Impulse G und Knoxville, gerne in die Kommentare oder auch in den Chat, Leute. Ne, ich werde gleich mal einen Blick drauf haben. Mir ist eigentlich so, oh, da kommt noch ein Sub, Mann, No Aim. Willkommen bei Team Shinsuke, Mann. Hype in den Chat, Leute. Hype in den Chat. Moin auch an dich. 13 Uhr Termin beim Verkehramt Auto melden. Okay, Jerry KZ macht 9, danke dir für den Follow. Jetzt eigentlich die Meldung, die meisten überrascht haben wird, die wirklich die größte Überraschung gewesen sein wird. Toby tritt als Coach von Big zurück und Dude wird jetzt der Nachfolger. Er wird Head Coach vom Big Clan. Und
Ich sag da gar nicht viel zu. Tobi ist ohne Zweifel der beste Coach, den wir in Deutschland haben. Und ihn gehen zu sehen, tut in der Seele weh. Und dementsprechend sage ich einfach nur, danke Tobi für alles, was du getan hast in der deutschen Szene. Als Coach, als Spieler damals. Einfach nur geil. Da will ich jetzt ganz viel Liebe im Chat sehen für Tobi, Leute. Weil da verlässt gerade ein Großer die Bühne, der sich wahrscheinlich auch wieder mehr um seine Familie kümmern möchte. Und ganz viel Erfolg für Dude, der auch so ein ganz abgeklärter, ruhiger Typ ist, der, denke ich, sehr, sehr gut zu diesem Big Line-Up passt. Und sie haben das ja schon länger jetzt geplant wahrscheinlich. Ne? Dude erst als Analyst reingekommen, dann jetzt Tobi tritt zurück, Dude übernimmt die Headcoach-Funktion. Das war von langer Hand wahrscheinlich geplant, deswegen hat man Dude da wahrscheinlich auch schon sehr gut ins Team integrieren können. So, und gucken wir mal, warum tritt er zurück? Big hat am Samstag den Rücktritt von Tobi als Head Coach des CSGO-Teams bekannt gegeben. Sein Nachfolger wird Dude, der seit seinem Beitritt im Oktober 2020 als Assistant Coach fungierte. Persönliche Gründe hätten den Ausschlag gegeben, heißt es in der Ankündigung. Wie Tobi in seinem Statement erklärte, habe er die Entscheidung bereits im Juni 2020 getroffen. In den vergangenen Monaten habe sich das Team auf den Abschied des 36-Jährigen und die Umstellung auf Dude als Nachfolger vorbereitet. Tobi wird in Zukunft bei Skin Baron, das er 2016 mitbegründet hatte, im Bereich Marketing und Product Management arbeiten. Eine Rückkehr zu Big beispielsweise in einer beratenden Rolle schließe er an dieser Stelle nicht aus. Der Deutsche wechselte im August 2019 von Sprout zu Big. Im vergangenen Jahr feierte er mit der Berliner Organisation mehrere große Erfolge, unter anderem den Titelgewinn bei der europäischen Ausgabe der DreamHack Master Spring 2020 und des CS Summit 6. Zwischenzeitlich belegte Big unter Tobi im Sommer 2020 den ersten Platz in der Weltrangliste von HLTV. Und genau, die Statements, das könnt ihr euch alles nochmal auf 99damage.de durchlesen, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid. Genau, er ist ohne Zweifel der beste deutsche Coach. Er hat die meisten Erfolge eingefahren. 2020 war das Jahr des deutschen Counter-Strikes. Man kann es nicht anders betiteln, auch wenn es leider eine Online-Ära war. Und er hatte eben maßgeblich Anteil daran. Und deswegen einfach nochmal vielen, vielen, vielen Dank, Tobi. Geiler Typ, geiler Coach. Und ich hoffe, wir sehen ihn irgendwann in der Coaching-Rolle wieder. So, ja, war es ein Start für 2021, das stimmt. Was haben wir noch? Genau, jetzt wird es richtig wild. Jetzt wird es richtig wild, Leute. Und zwar, ich muss kurz was nachgucken. So, Leute, kam ich aus dem Urlaub zurück. So, Fallen wird Twists Nachfolger bei Team Liquid. Wir erinnern uns zurück, beim letzten Frühschinski haben wir schon drüber spekuliert. Da wart ihr im Chat ganz fit, dass Fallen das wahrscheinlich wird. Und damit hat Team Liquid wieder einen Ingame-Leader. Achso, ihr dürft übrigens zur Tobi-Sache gerne eure Liebe auch in die YouTube-Kommentare packen, Leute. Liquid hat wieder einen Ingame-Leader und eine AWP, je nachdem, was Fallen machen möchte. Und dadurch kann Stewie2k, der die letzten Monate scheiße war auf gut Deutsch, müsst ihr euch nur sein Rating die ganze Zeit anschauen auf HLTV, der kann sich wieder voll und ganz auf sein Game konzentrieren. Und ich vermute mal, dass die Leistung von Stewie2k in den nächsten Wochen schlagartig besser werden wird. Und das könnte ein sehr, sehr guter Wechsel für Team Liquid werden. Ich bin wirklich gespannt, ob das fruchten wird. Ich bin der Meinung, dass das so kommen kann. Und ich habe sogar noch ein bisschen Gossip gleich für euch, Leute. Aber erstmal eure Meinung in den Chat und natürlich in die Kommentare. Was haltet ihr davon, dass Fallen jetzt bei Team Liquid ist? Ich meine, Liquid ist ja dafür bekannt, Brasilianer zu beherbergen. Liquid hatte eine extrem gute Phase, wo sie mit Taco gespielt haben, der ja auch aus der brasilianischen Szene kommt, ne? Aus dieser Fallen-Feder. Ich finde halt, rollentechnisch macht dieser Wechsel extrem viel Sinn. Und Dr. Ghost meint sogar, Liquid kann Astralis damit wieder gefährlich werden. Ey, krass, 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 krass. So, wer hat's gesagt? Alex. Alex, Alex, Alex. Das wusste man doch schon vor 2 Wochen. Ja, ist doch egal, ey. Jetzt ist es announced. Wenn sie Stewie wieder das wird, was er mal war, wird es heftig. Das sind die Aussagen, die ich von euch hören wollte im Chat. Richtig gut. So, und Leute, ich habe euch versprochen, wir haben noch ein bisschen Gossip. Passt mal auf. Passt mal auf. So, und zwar hat Lerpis geschrieben, Tommy, ja, vielleicht kennen ihn viele noch, man hat lange nicht mehr von ihm. Kindness of heart was a figure of speech, but we paid them the full DS from Made in Brazil übrigens. The full salary, even though they weren't legally entitled to it because we wanted to show good faith
and thought it would help long term. Obviously, that seems very foolish after seeing how we were treated in the end. Also, da wird nochmal nachgetreten gegen die ehemaligen Made in Brazil Spieler. Und Thorin hat dazu geschrieben, it's actually disgusting if the ex-Made in Brazil Corps, fair, fallen, etc., got paid the top end of their contracts, presumably bonuses, when they weren't entitled to them and still behaved so disrespectfully on the way out. These are not men of honor. Ich meine, Thorin ist immer schnell dabei, wenn es darum geht, die Brasilianer zu bashen. Damit ist er schon auch gut auf die Schnauze gefallen. Wartet. Da kommt nämlich noch mehr. Da kommt noch mehr. Wartet. Ich muss noch ein bisschen runterscrollen. Noch einen kleinen Moment Geduld. Da sind wir. Kurz warten, bis der Tweet geladen ist. Fallen hat sich nämlich zu diesem Tweet-Drama von Tommy geäußert und hat dazu geschrieben, also er hat erstmal, Tommy hat geschrieben, somewhat we continue pursuing options against SK because our German lawyers have advised us that SK illegally withheld $250,000 from the players, which we paid each at different times. However, we also paid them $100,000 each in extra salary above contract, but that never comes up. So, also da hat er direkt mal gesagt, ey, wir haben alles bezahlt für die. Wir haben sogar mehr bezahlt, als wir mussten. Wer macht das? Also ich weiß nicht, ob ich Tommy da glauben kann. Und dann schreibt Fallen, that's not true, as you never paid me and made sure I sign out without receiving it. Signing an NDA with you doesn't mean I will see you lying on social media and be quiet. Also Fallen geht komplett rein. Und das gibt jetzt so einen richtig schönen Rosenkrieg zwischen Made in Brazil und Fallen. Und alle RTL2-Fans da draußen, freut euch auf die nächsten Wochen zwischen Made in Brazil und Fallen Fair, Taco und so weiter. Ne? So, Nomad Soul, Mann, vielen, vielen Dank auch für den dritten Monat von dir. Vielen, 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 vielen Dank, mein Bester. Willkommen bei Team Shinsky und gerne an alle Subs da draußen. Ein bisschen Hype in den Chat hier. Lukas, Terra, ne? Wo ist der Hype? Wo ist der Shinsky-Hype in den Chat für die neuen Subs? So. Okay, bei Thorin kriege ich Aggression, egal was er sagt. Ja, aber genau damit macht er ja sein Geld, ne? Normal müsste das eine Vertragssprache geben, was Fallen da schreibt. Ja, deswegen meine ich ja, dass das halt so ein richtig schönen Rosenkrieg. Je nachdem, wie hoch die Strafe in der NDA ist, wird er vielleicht einen sauren Apfel beißen und loschatten, ja. So, also dass er schon gegen die NDA verstößt, ist halt schon heftig, ey. Das ist schon heftig. Frage an euch im Chat und natürlich auch gerne in die YouTube-Kommentare. Was haltet ihr davon, dass es diesen Rosenkrieg zwischen Fallen und Made in Brazil geben könnte? Ne? Wer denkt, ihr hat recht? Ne? Schreibt Tommy da die Wahrheit, dass sie wirklich so viel Geld bezahlt haben? Anscheinend hat SK Gaming da noch ein bisschen was mit drin. Ne? Das ist aber auch schon sehr lange her. Weiß nicht, wann verjährt sowas? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht habt ihr ja noch andere Informationen oder es entwickelt sich noch irgendwas, was zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier gestreamt habe, noch was da noch gar nicht drin ist. Ne? Dann haut's gerne rein. Okay. Dann gibt's noch ein paar Sachen, die ich ganz interessant fand. Ganz schnell. Smooja wird anscheinend von den Movistar Riders getestet. Anscheinend gibt's auch ein Polish Leaks. Ne? Aber die Deutschen haben es natürlich begonnen mit den Leaks. Yugi wird anscheinend für Poison in Complexity getestet. Auch interessant. Und irgendjemand hat geschrieben, Vanity CSGO hat geschrieben, Smooja, top 5 op in the world, no one will convince me otherwise. Und Steel schreibt dazu, Smooyas skill was never his downfall. Also, wenn er irgendwo rausgeflogen ist, dann lag es bei Smooja nie an seinem Skill. Und das haben wir ja schon so ein bisschen vermutet, dass Smooja das Problem hatte, dass es wahrscheinlich so ein persönliches Ding bei Smooja war. Ne? Das war, glaube ich, auch schon bei der Big-Geschichte etwas dramatischer. Ne? So, ansonsten haben wir noch bei North, wer ist eigentlich North? Kennt man die noch? RoJ und Refresh kommen da rein, Kreatz und Cajun B sollen rausfliegen. Ne? Also das sind so die aktuellen Leaks, über die gesprochen wird. Kogu, haben wir ja letztens auch gesagt, bei Made in Brazil, rausgegangen wieder. Der hat auf einen Tweet von SK Gaming geantwortet und die haben gefragt, irgendjemand neugierig über unsere 2021 Jerseys? Er hat gefragt, steht mein Name drauf? Und da wird dann direkt geschwitzt bei SK Gaming. Da wird direkt geschwitzt. Also vielleicht SK Gaming wieder zurück zu Counter-Strike.
Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ne? So. So, Made in Brazil hat sich auch aufgeregt, dass die Bekanntgabe von Liquid, was eigentlich eh alle wussten, ohne Info an Made in Brazil erfolgt. Ich denke, die müssen sich gerade einfach viel aufregen. Guten Morgen, Mad Bro. So, Leute, wir sind damit mit Frühschinski.